Euer Admin als Captain Rex begrüße ich euch bei den 100% Star Wars Begeisterte. Ja, wir sind Begeisterte, sind über 900 und sind hier bei Facebook und ich, euer Admin, euer Captain Rex am 10.10. Am 10.10.2017 laut Mark Hamill kommt wieder ein Trailer. Viele warten drauf, weil viele noch mehr wissen wollen. Nun, wir haben uns und besonders ich bin eingetaucht bei Google und habe mich mal umgeschaut. Es sind ja unter uns viele Amerikaner, sogar aus Mexiko und so weiter. Hier in dieser Gruppe sind viele, die Star Wars anbieten, analysieren, erstklassige Videos machen, erstklassige YouTube-Kanäle haben, tolle Firmen, tolle Figuren, wo man wirklich eintauchen kann und eine Figur erwerben. Es macht richtig Spaß, dort einzukaufen. Es macht Spaß überhaupt, die alle hier zu wissen, dass sie überhaupt hier sind. Ich begrüße, wie gesagt, total und recht herzlich diese Gruppe. Diese Gruppe hier begrüße ich total und recht herzlich und freue mich, mit allen am 10.10. Star Wars zu erleben als neuer Trailer. Bin gespannt, was ihr euch an Mühen da ausdenkt. Es gab damals bei, werde ich nie vergessen, bei 7, da hat einer 4.500 Bilder aus dem Trailer rausgeholt. Jedes einzelne konnte man sich anschauen. Man konnte eintauchen in die Dreharbeiten sozusagen. Für die, die Filme drehen, die wissen Bescheid, was jetzt gemeint war. Man konnte also eintauchen, man konnte sich alle die Szenen so anschauen, weil jedes Bild zu sehen war. Wirklich jedes Bild wurde da einzeln aus diesem Film raus. Bei Rogue One wurde das dann auch gemacht. Das war, ich meine, der Satz, ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Ich meine, das ist ja schon eine tolle Geschichte, ja. Und es hört sich ja auch super toll an, wenn man das so hört. Ich bin nicht mächtig, aber bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, und am 16.10., wer Disney Channel hat, also wer über Pay-Fernsehen verfügt, also wer Bezahlfernsehnummer hat, kann dann auf Disney XD dann Rebels 4. Staffel sehen. Ist nicht schlecht. Und wenn man Glück hat, wird diese 4. Staffel ja auch wieder bei YouTube reingestellt. Also bei YouTube kann man vieles verfolgen, bei YouTube kann man sich vieles an Tutorials besorgen und ich finde es toll, wenn die Fans hier erscheinen oder wenn die Fans hier am Smartphone Guten Morgen sagen. Also ich begrüße euch als Admin bei 100% Begeisterte bei Facebook und ich finde es super toll, auch während den Dreharbeiten hier mit einigen sich zu unterhalten. Ja. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen! Willkommen hier im Pleschendom. Ihr seid total und recht herzlich willkommen auch an den angeschlossenen Radio- und Fernsehgeräten. Wenn euer Medienkanzler da mal wieder frohe Kunde zum Wochenende in den Äther bringt oder schallt oder reinhauert. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das kann man alles machen mit der heutigen Supertechnik und das macht ja auch viel Spaß, wenn man das macht. Also man kann heute ein bisschen mehr kommunizieren, ist also nicht so dröge. Gut, man sitzt also vor laufenden Kameras, man spricht halt in die Smartphones, aber man kann jemanden begeistern, man kann Spaß vermitteln und das macht ja auch viel Spaß, also man so alleine ist man ja nicht, nur wenn die Technik ausgeschaltet ist, dann kommt schon ja, die Einsamkeit, also ihr müsst einfach mal die Technik ausschalten, alles aus, Smartphone aus, also einfach alles aus, ja, dann kommt die Stille, dann geht nichts mehr, man sieht und hört nichts, kein Fernsehen geht, kein Rundfunk geht und so weiter und so fort, gut. Rundfunk würde noch funktionieren, wenn man noch ein altes Gerät hätte, weil da hat man ja noch nicht dran rumgefummelt. Ne? So, man fummelt ja, ne? Das ist halt so. Ja, ich finde es, ne? Jawohl, ich finde das toll, so zu arbeiten, mit euch zu philosophieren, ne? Und einfach irgendwas auf den Weg zu bringen, ne? Ja, und das macht
Es macht viel, viel Spaß. So, wir bleiben aber bei Star Wars, auch wenn ich jetzt hier eben unterbrochen wurde. Ja, im Moment liegen keine Dreharbeiten an. Im Moment wird hier auch kein E-Casting vollzogen. Noch einmal, ich bin kein Fan jetzt hier von irgendwelchen Livestreamings. Ich könnte das natürlich auch live, aber es kommen hier so viele Kunden am Tag rein. Das möchte ich halt nicht, dass die dann, wie gesagt, in diesem Livestreaming drin wären. Darum mache ich halt aufgezeichnete und lasse dann auch, was so in dieser Aufzeichnung passiert, wie jetzt, dass man am frühen Morgen hier begrüßt wird und sich das dann auch anhören kann. Das macht also unheimlich viel Spaß, ne? Ja. So, wir genießen natürlich wieder das sogenannte Star Wars Wochenende. Das Star Wars Wochenende geht natürlich bei Pro7 heute weiter, wie alles so weitergeht. Ja, ich sitze hier in meiner Keminate und höre mir die schönen Sachen an und sitze und schwitze und hoffe, dass dieser Samstag ein schöner Samstag wird, denn ich werde mir da sicherlich gleich auf der Couch niederlegen und da schöne Sachen machen. Ne, auch ausruhen genannt. Genau, so. Ich meine, ich finde es toll, dass man, wie gesagt, so schöne Sachen machen kann. Wie ihr seht, das, was ich jetzt gehört habe oder hören werde, habe ich jetzt auch nicht vor laufenden Kamera. Also hier ist Datenschutz ohne Ende. Hier geht nichts raus, was nicht rausgehen darf. Jeder, der uns samstags hier besucht, der mich besucht, als Medienkanzler oder als Captain Rex, ist total und recht herzlich jeden Samstag hier von 9.30 Uhr. Bis höchstens 12.30 Uhr, aber allerhöchstens 13 Uhr. Herzlich willkommen. Und wir können dann hier small talken und sehr viel Spaß haben. So, ich unterbreche jetzt mal, weil ich höre mir das jetzt mal eben an, was ich da an Schalmei bekommen habe. Denn wir haben Samstag, Stammtisch, hier ist alles etwas anders. Weil sonst mitten in der Woche von Montag bis Freitags um 9 Uhr, von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr ist hier natürlich etwas eine andere Klientel. Hier wird anders gearbeitet und da geht sowas natürlich nicht. So, heute wird das Fenster auch wieder umgedekoriert, wird auch eine schöne Geschichte rausgemacht. Mal schauen, was wir da heute uns wieder einfallen lassen. Es geht ja auch Weihnachten zu, es geht auf den 10.10. zu. Ah, 10.10. Da endet auch hier in der Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland jetzt, also früher war BRD, DDR, jetzt ist es ja Deutschland. Hier in Deutschland endet am 10.10. ja erstmal die Hoheit analog. Ja, ISDN-Anlagen und so weiter, die verschwinden. Also das ISDN-System und das analoge System verschwindet. Und es kommt das reine Digitale, der Router, ihr bekommt alle Router, ihr könnt absolut nur noch im Internet over IP telefonieren in HD-Qualität. Haben wir ausgetestet, ist richtig, ist voluminöser. Man hört also, ja, ist schon schöner. Aber so viel telefonieren tun wir gar nicht, also ist das an sich gar nicht so wild. Aber egal. Jetzt gibt es dann auch immer nur noch das Entertainment. Netflix ist zwar schön und gut durch den Star Trek, die müssen ja, weil Disney entzieht Netflix vieles. Ja, Disney entnimmt Netflix vieles, deswegen hat Netflix ganz schnell dieses Star Trek ins Leben gerufen, damit die da wieder ein bisschen anleben, und dann haben sie auch direkt die Preise angehoben bei den Neukunden, weil, wie gesagt, vieles von Disney aus Netflix rausgenommen wird und dann ist Netflix nicht mehr so der Hype, ne? Also bei einigen Netflix-Anbietern ist ja Netflix an sich auch schon weg. Ja, der französische Netflix, glaube ich, da war irgendwie was nicht in Ordnung. Also Netflix ist halt nicht so begierlich. Einige Kollegen haben ja den Amazon-Stick und auf dem Amazon-Stick haben sie dann sich den App von Netflix runtergezogen, können also über den Amazon-Stick dann schauen. Ja, punkto Fernsehen hat sich ja, also diese Digitalisation, ich habe nichts gegen digital, ich finde digital toll, aber nicht so, wie Herr Lindner, der FDP, es vorhat mit seinen lässigen 38 Jahren. Ich sage ja immer, die so um die 80, 89 geboren, die haben hier tolle Ideen, aber denken nicht drüber nach, dass die Leute vor 89 immer noch da sind. Ja, und ihr Alter haben, so 70, 80, 90-Jährige, die sind wirklich auf einmal plötzlich null. Gut, man kann sagen, komm, verschwinde, geh in die Urne. Aber die 50, 55 sind, die sind ein bisschen jung, um vom Planeten zu verschwinden, nur
weil jetzt eine neue Technik kommt, nur weil irgendwelche Politiker der Meinung sind, dass Ämter digital werden sollen, alles nur noch digital, man sitzt da vor irgendwelchen Geräten. Wer Blade Runner kennt, den Ursprung, wo die das Gerät hochfahren, da mit den Augen und so, so ungefähr solche Geräte stehen ja mittlerweile auch bei den Ämtern, wo man seinen Kopf reinhält, Knopf drückt, Fingerabdruck und all solche Scherze. Ich weiß nicht, ob man das alles so braucht, ob man Fingerabdruck, Augenabgleich, Netzhautscanning und das alles, ob wir Normalbürger jetzt das brauchen. Wir sind noch nicht in einer Zukunft, wo wir wirklich das sehen, was wir bei Star Wars sehen, was wir bei Star Trek sehen, was wir bei Blade Runner sehen oder die anderen Sci-Fi-Filme, wo wir was sehen, ob wir das jetzt schon im Jahre 2017, 2018 wirklich ins Leben rufen sollten, obwohl es noch gar nicht da ist. Ja, das ist eine reale Fiktion. Und wenn dann der Blackout kommt, so richtiger Blackout, irgendetwas geht schief, dann habt ihr nichts. Ihr habt kein Fernsehen, ihr habt kein Internet, ihr habt kein Telefon, ihr habt kein Radio. Auto fährt dann auch nicht mehr. Ja, nur so weit, wie es getankt war, strommäßig. Und dann steht ihr alle hier dumm rum. Wenn ihr diesen großen GAU unbedingt erleben möchtet, meine lieben Freunde, dann zieht es gnadenlos durch. Habe ich nichts gegen, tut es, macht es. So, ich höre mir jetzt die Schalmei an. Ihr seid jeden Samstag total recht herzlich hier am Stammtisch in der Star Wars Lounge. Willkommen, jeder Einzelne, an alle Kunden. Die Daten sind sicher. Auch ihr seid alle herzlich willkommen. Wir haben hier die hundertprozentige Dienstleistung. Hier wird eine Menge gemacht für euch. Nicht nur für die Freunde von Star Wars, Star Trek oder überhaupt Sci-Fi, sondern alles. Alles ist möglich. Wir haben viele Aufträge, die wir jetzt durchführen müssen, weil es kommt jetzt Weihnachten. Wir haben sehr viele Exponate morgen, die wir machen müssen. Morgen. Ja, samstags kommen natürlich auch normale Kunden, die dann im Copyhaus ihre Sachen da machen lassen oder selbst machen. Aber samstags, meine lieben Freunde, samstags werden wir neuartige Videoclips auf dem Weg bei YouTube, im YouTube-Kanal veröffentlichen. Irgendwas Schönes, euch mitreißen. Ihr dürft auch selber, ja, groß und klein, auch der Marcel, unser jüngster Star Wars Fan überhaupt, natürlich dürfte er auch vor laufender Kamera, überhaupt kein Thema. Er möchte immer gerne unsere selber haben, aber unsere selber geben wir nicht ab, unsere kleinen, einfachen Lichtsäber, wo wir gerne vor der laufenden Kamera mit rumwedeln, die möchten wir natürlich gerne selbst behalten, ne? Ja, Captain Rex möchte natürlich erstklassig versuchen, Videoclips mitreißend zu erarbeiten. Aber das Problem ist ja, Star Wars gehört nicht dem Captain Rex, auch nicht dem Medienkanzler. Nein! Star Wars gehört Disney. Und Disney sagt an. Und Disney denkt sich was aus. Disney platziert auch kleine, kuschelige Wesen da rein. Ich weiß, wir hatten Jar Jar Binks, wir hatten die Ewoks und nun haben wir die Pox. Ja, die kleinen Vögelchen da. Das Niedliche ist ja auch Luke Skywalkers, die beiden Schildkröten da, die mit den Kapuzen, die da mit Luke Skywalker in der Einsamkeit da gelebt haben, in dem sogenannten Heiligen Jedi-Tempel, der uns so aufs Auge gedrückt wird. Zwischendurch seht ihr halt die alten Sachen da noch und so weiter und wie die Macht erwacht. Also ich meine 2015, wie die Macht erwachte, irgendwie passt das alles. Ja, Frau Merkel hat einen riesen Strom reinströmen lassen und dann kam so ein bisschen die Rebellion 2016 mit eins ist die Macht und Macht ist eins mit mir, ne, Rogue One. Und jetzt 2017 kommt dann E8 halt, ne, wo die Macht ja schon erwachte und wo der letzte Jedi da den anderen Jedi ausbildet, weiterbildet und ihm tolle Tipps und Tricks gibt, wie er die Macht mächtiger macht und wie er mit der Macht umgeht, um das Böse, was er an sich gar kein Böses ist, weil der Kylo Ren ist ja noch niemals ein Sith. Ja, Kylo Ren trägt ein Helmchen da, wie Lord Helmchen, um seine Stimme, um seine Identität zu verbergen. Jeder wusste, das ist Han Solos Leas Sohn und der Enkel da, Enkel sag ich schon, da, der Neffe vom Luke. Ja, toll. Das ist so ein Familienkrieg ist das. Anakin, Skywalker, Leia, die Familie, ja, die Familie, Skywalker, Han Solo. Ja, Solo, Han Solo, Skywalker, Familienmärchen.
aufgebracht im Kino. Jetzt in 150 Minuten werden wir dann den Epos Skywalkers und Han Solos, Enkelkinder, Kinder, Neffen und Nichten erleben. So ungefähr könnte man das mal sehen. Was in Dubrovnik gebaut und was man sich da anschauen konnte während den Dreharbeiten und welche Action die da sich ausgedacht haben, ist ja schon sehenswert. Na, weil jeder weiß, was das für Autos sind, die nachher irgendwelche Düsenjets darstellen. Weiß ja auch jeder, dank der Supertechnik, dank der Renderung, dank CGI, dank des Zuspeisens von verschiedenen Sachen, Ebenen und das alles, was ihr manchmal seht, ist an sich einer, so wie ich jetzt hier, der jetzt hier sitzt. Und wenn ich jetzt von dieser Sache, also wenn ich davon etwas hätte, CGI und all solche Techniken, dann hätte ich hier, auch was Wunderbares zaubern können. Das geht natürlich nicht, weil es horrendes Geld kostet. Wie wir angefangen haben, wie gesagt, 60, 70, 80er Jahre, die Pixelfete, die uns sehr vieles haben zukommen lassen, mit denen man arbeiten hat, können C64, Atari 1040 und so und dann der Amiga. Da war da so die Zeit davor, war ja IBM. IBM waren riesige Klötze, da konnte man noch ein bisschen arbeiten und ein bisschen machen und über BTX und Akustikkoppler konnte man also auch schon was hin und her schicken. Und dann war es das auch schon. Ja, dann hat man halt ein bisschen selbst programmiert, C++, C++, Pascal, hat man da einige Sachen gemacht und dann auch die Toppensprache erlernt und Assembler erlernt, die Maschinensprache, aber irgendwann war dann auch die Luft raus. Ja, alles soll Sinn machen, alles soll irgendetwas bringen, vor allen Dingen Geld soll es bringen. Wenn es kein Geld bringt, dann lässt man es sein. Aber punkto Geld, also wenn ich sehe, dass so richtig gute Firmen, sehr gute Firmen, wenig Zuschauer, also da schauen nur 1000 Leute zu. Das sind Firmen, die Millionen machen, aber es gucken nur 1000 zu. Da bin ich schon froh, wenn einer oder 10 hier zuschauen. Und ich habe kein millionengroßes Geschäft. Ich bin ein Kleinstunternehmer, der in einem Kleinstunternehmen digital arbeitet, der sich glücklich schätzen kann, in den letzten 50 Jahren, davon 30 Jahre, Frau Hannelore Kraft, die jetzt Ministerpräsidentin war von Nordrhein-Westfalen, als Kundin gehabt zu haben, die auch die Industrie 4 toll fand und die Industrie auch 4 irgendwie voranbringt. Ich weiß gar nicht mehr, was sie jetzt macht. Man könnte sie jetzt mal privat anschreiben, wie sie privat darüber denkt. Vielleicht werde ich das mal machen. Ich habe sehr viel mit ihr korrespondiert. Sie hat auch sehr oft gefragt, warum machst du das hier? Ich sage immer, wenn es meinen Kunden gut geht, geht es auch mir gut. Weil ich mache das an sich für meine Kunden, auch die Dekoration mache ich für meine Kunden. Meine Kunden sollen sich hier wohlfühlen, es geht nicht, alle klappt nicht, ne? Alle klappt nicht. Aber meine Kunden sollen sich hier wohlfühlen, die Freunde, Online-Freunde hier auf dieser Filmclub sollen sich wohlfühlen. Wie gesagt, wir haben ja hier alles, wir haben den Filmclub hier, wir unterhalten uns leider nicht vor laufender Kamera über unsere Filme, die gedreht werden. E-Casting, der Schauspieler wird auch nicht veröffentlicht, das ist alles privatisiert, ist klar, dafür wird ja auch bezahlt, auch jetzt, wenn die ganzen Sachen wieder anlaufen, ich hatte die ganze Woche hier, hatte ich wieder Nachfragen, es geht jetzt wieder los mit der analogen Digitalisierung von Dias, von Filmen aller Art und so weiter und viele Schauspieler müssen dann wieder hier auf der Timeline geschnitten werden, weil die E-Casten brauchen, damit sie im nächsten Jahr wieder sich vorstellen können. Also wir haben hier den WDR und wir arbeiten mit dem WDR. Wir sind also konservativ, wir sind also nicht die Freien, auch wenn das hier Filmpool ist, Filmpool und Komparsen. Das ist aber kleinst. Es ist kleinst und es bleibt kleinst. Und ob wir jemals riesengroß werden, oder ob ich das Ganze hier überlebe, oder ob ich das Ganze hier vielleicht irgendwann mal vermissen werde, weiß ich heute bei diesen Dreharbeiten nicht. Ich freue mich nur, den Oktober vielleicht noch zu erleben. Was November, Dezember sein wird, weiß ich nicht. Ich freue mich jedenfalls jetzt hier im Oktober vor laufender Kamera mit vielen Leuten, die mich anpiepen. Das bekommt ihr ja live mit. Euch auch vielleicht den neuen Clip zeigen zu können am 10.10. Ich werde mir weiterhin eine super tolle Sache ausdenken, wo ihr Spaß habt, wo ihr selber mit bei sein könnt.
Und ich versuche euch, wie gesagt, auch die Gruppe auch schmackhaft zu machen. Ich sage wirklich, Leute, schaut euch bitte bei Ferreira nach, Oliveira Ferreira, der sein Black Series hat und dort verkauft. Und ich kann ihn nur empfehlen, es macht richtig Spaß, auf seine Seite zu gehen als Star Wars Fan und einzukaufen. Er hat kein Mainstream, er hat die gute Ware, die auch selten, aber dort zu erhalten ist. Und es macht einfach nur Spaß mit euch zusammen. Und ich freue mich auch immer, wenn ihr vorbeikommt. Und ich freue mich auch immer, wenn ich von euch ein Feedback bekomme. Und ich gebe euch auch sehr gerne Feedback. Und jetzt geht es da wieder weiter, denn das macht gerade auch viel Spaß. Wir haben da so eine kleine Session am Laufen. Und eine Rundfunksendung, eine Star Wars Rundfunksendung könnte man auch bringen. Aber man ist so angewiesen von Amerika, und ob das alles stimmt, was sie da verbreiten, das ist auch immer so eine Sache, muss man immer recherchieren. Am liebsten würde man eine eigene Show machen, eine eigene Serie, irgendwas eigenes kreieren, aber das ist auch viel Arbeit, und was viel Arbeit ist und nicht bezahlt wird, haben die meisten Menschen keinen Bock drauf, die wollen immer ganz viel Geld haben. Wenn ich hier einen Schauspieler hinsetze, der das für mich machen soll, was ich jetzt hier persönlich mache, dann bis zu 1000 Euro, meine lieben Freunde, für einen Zuschauer oder höchstens 10 Zuschauer 1000 Euro ausgeben für irgendeinen Schauspieler hier, nö. Dann arbeite ich lieber an mir selbst, um euch zu gefallen, um euch irgendwas spritzig, witziges rüberzubringen, dass ihr auch Spaß und Lust dran habt, solche Videoclips zu gucken. Also ich verrate euch irgendwann mal, was wir jetzt hier gerade machen. Das ist eine Art Rundfunksendung, das macht auch tierisch viel Spaß, aber diese Rundfunksendung, wie gesagt, hat jetzt hier vor laufender Kamera nichts zu suchen, das wird jetzt hier wieder abgehandelt, ich finde es toll, Samstags ist hier immer was am Stammtisch, in der Lounge, hier ist immer was los, wir unterhalten uns, wir machen Blödsinn, wir denken uns was Neues aus, wir philosophieren, ja, wir haben gerade über ProSieben philosophiert, weil bei ProSieben heute Abend Star Wars läuft, und wir wissen ja, wer guckt denn auf ProSieben Star Wars? Also ich würde synchron eine DVD oder eine Blu-ray reinpacken, dann könnte man so sagen, yo, ich gucke gerade Star Wars auf ProSieben, in Wirklichkeit liegt eine Blu-ray oder eine DVD drin. Also auf die Art könnte man Star Wars dann auch genießen. Ne? Bringen wir noch mal ein bisschen Saft in die Show hier und reden nicht immer, was weiß ich, wovon auch immer. Es geht eh so, wie es geht, und wenn wir nichts ändern, dann ändert sich auch nichts und dann bleibt auch alles so, und deswegen bleiben wir bei Star Wars, da ändert sich auch eine Menge, und bei Star Trek hat sich auch eine Menge verändert. Wer nicht Netflix sieht, ich kann auch Netflix nicht sehen, ich komme da einfach nicht rein, ist mich auch egal, aber gar kein Trieb drauf, weil Disney entzieht Netflix sowieso eine Menge und deswegen lohnt sich das gar nicht. Demnächst kommt Disney selbst und dann muss man da sein Geld hintragen, um dort etwas sehen zu können. So, und ich glaube eh nicht. Aber ich bin der Meinung, auch nicht. Es könnte sein, sagen wir mal so, es könnte sein, dass Disney irgendwann sagt, weißt du was, ich kaufe Star Trek auch noch auf, Star Trek gehört jetzt, Star Wars, alles her damit, alles was mit Sci-Fi zu tun ist, Marvel, alles her damit, DC, alles her damit. Und wir vermarkten das dann, und im Resort 2019 geht es ja eh zur Sache. 2019 wird Star Wars nochmal neu erfunden. Da kommen neuartige Sachen, da kommt auch der letzte Teil, E9 ins Kino mit dem Resort zusammen. Vom Resort aus wird da eine Story hochgezogen, da wird eine Fernsehsendung hochgezogen und so weiter und so fort. Vom Resort wird dann alles gedreht, gezeigt. Also 2019 lohnt sich dann mit Star Wars da irgendwie zu investieren, um sich das anzuschauen. Wer auch Zeit, Lust und Laune und ganz viel Geld über hat, kann natürlich dort auch hin. So. Ich hoffe, dass jetzt hier unser Spaß bei den Dreharbeiten aufhört. Das war so eine Art Rundfunkgeschichte, die wir da gerade durchgefeiert haben. War eine tolle Sache. Hat gerade eben Spaß gemacht. Ja, einige haben halt Zeit, und dann wird da auf Mikrofonbasis, Hörspielbasis etwas gemacht und dann eben hin und her. Musste ja nicht immer Video sein. Ne? So, ich zeige euch nochmal die Nummer 2. Das ist ja Luke Skywalker. Und jetzt heute mal mit seinem Vater Anakin Skywalker, der dann zu Darth Vader wurde und so weiter. Und er wurde hier zum letzten Jedi. Und er ist in Gedenken immer bei uns. Anakin ist an sich Star Wars. Anakin Skywalker und Luke Skywalker. Die Familie Han Solo und Skywalker
und dessen oder deren Familienmitglieder ist an sich Star Wars. So, das ist ein Diorama, wie gesagt, aus Metall. Haben verschiedene Preise, war zuerst, was weiß ich, super teuer. Und dann hat man das natürlich rausgehauen für wenig Dollars. Ist klar, hin und wieder, also Star Wars wird hin und wieder schon verramscht. Ist halt so. Aber warum ich es hier jetzt in die Kamera halte, ist natürlich als Geschenk gedacht. Also wenn man jemanden, der Star Wars mag, etwas schenken möchte, ist so ein Case sicherlich etwas, was man dann jemandem schenken kann. Und wer ein Riesengeschenk daraus machen möchte, kann dieses Diorama auch diesbezüglich andere Figuren hinzukaufen und dann auch verschenken, dass auf Heiligabend dann unterm Tannenbaum Darth Vader da ist. Ja? Also wir haben jetzt viele Anfragen hier von Yoda und R2-D2 in der Riesenversion ab 300 Euro aufwärts. Diese guten Stücke hier bekommt man ja ab 50 Euro, je nachdem wo man es kauft. Auch hier kann man, das ist auch Metall, aber hier kann man auch Dioramen, also beziehungsweise auch zusätzliche Figuren kaufen, die dann, wie gesagt, mal als Geschenk rüber, also wenn man das als Geschenk besorgt und seinen Liebsten dann überreicht und dann dieses strahlende Lächeln dann sieht, ach Schatz, das finde ich aber toll. Ja, und dann hat man nachher an seinem Bürotisch so ein Diorama stehen, als Eyecatch. Wir haben ja auch hier viele Eyecatchings schon produziert. Wir haben ja unsere Sachen da, die Unikarte. Ja, das ist leider kein Unikat, das ist Massenware. Und die das natürlich selbst herstellen können durch 3D-Drucker oder weil sie gut arbeiten können, also weil sie selber Dioramen, wir haben ja auch die anderen Dioramen hier vom Zweiten Weltkrieg, die einige da, wir haben hier Luftwaffe, wir haben Marine, wir haben Heer, die das gemacht, dann haben wir hier noch Works Game Shop mit diesen ganzen Figuren, also ist ja eine Menge machbar, so ist es ja nicht, ist eine Menge machbar und dies wollte ich jetzt hier einfach mal vor laufender Kamera halten. Werde mir sicherlich heute ein tolles Video ausdenken, eine tolle Story ausdenken in der Star Wars Lounge. Werde da sicherlich noch andere Figuren vorstellen. Ich werde auch sicherlich auch andere Ideen verbreiten. Nicht nur den 10.10. euch schmackhaft machen für den Videoclip, sondern auch, wie gesagt, ja, irgendwas denke ich mir aus als Captain Rex. Ne? Ist klar.